Also Wieck hat das im Fernsehen gesehen, hat gesagt, das ist bekloppt, was die macht, das will ich auch. Das hast du geschafft. Komm, zieh durch. Jetzt bist du in Teil der Küche. Ja, jetzt ist das ganz schwierig, er muss das Beinchen rüberkriegen.
Vor 8 Jahren ist das auch leichter. Jetzt muss er den Sattel mit den Arschbacken festklemmen. Jetzt sitzt alles, ja, Ayota, jetzt anspannen. Steifen quasi. Und jetzt wird es schwierig, weil er hat ja keinen Anlauf. Er muss also sofort Drehmoment auf die Pedale gehen, um das Rad zu stabilisieren. Weißt du, was ich gerade denke? So früh ist er noch nie abgestiegen. Meistens war das auf 36. Ayota, nicht trippeln, das weißt du. Trippeln ist nicht und denk, dran, wenn du kein Flutlicht. Das dauert. Jetzt muss er das rhythmisches Klatschen könnte helfen, Leute. Ohne Anlauf. Hey, 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 hey. Ayota. Hey, 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 ja, hey, und, komm, und, komm, komm. Ja, jetzt hat er stabilisiert. Zieh, super, Ayota. Das war der Richtige. Das ist die schwierigste Stelle. Zieh, komm, jetzt zieh, schwierig. Und, oh, schade. Jetzt wurde das Rad schon mal, aber... Ist das die echte Netzhautpeitsche? Oh, 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 oh! Ja, das dramatische Funke kommt im Park auf! Das Rad ist doch noch letztes runter! Das war ein Traumfahrrad in Tarnfarben. Ja, das ist aus der Predator Edition 2000. Eine streng limitierte Auflage von der NASA. Ist zungengegerbt, Lipstick, Finish, das Fahrrad. Unbezahlbar, auf eBay wird da eine fantastische Milliarde geboten. Donald Duck wollte mitbieten, hatte aber nicht genug Geld im Speicher für dieses Fahrrad aus der Predator Edition. Und er zieht das durch! Komm. El Flopo! Fertig! El Flopo! 80! Oh nein! Oh. Ihr lacht, das war ernst gemeint. FIFO 19 insgesamt bis jetzt. Auf dem Einrad. Das Einrad ist mit vom Kraft das Schwierigste. Vom Fahren, wenn man es kann, ist es etwas einfacher, weil das Hinterrad in der Kurve nicht wegglitschen kann. Da kommt sie hoch, ja. Und eben hat sie geschafft, die Lara 41,34. Das sieht aus, als hätte sich jetzt verbessert. Alle Starter, die jetzt am Start sind, haben ein Full Ride im ersten Lauf. Das könnte sich verbessern, jetzt deutlich. Lara, das ist dein Applaus. Dieses junge, hübsche Ding. Ja, komm, leichte Steigung. Jetzt kannst du noch das geben. 80, 80, ausgelöst. Full Ride. Da als Oberbauträger Marius Mordokin Kunstig vom Team Chill aus Weigand unter seinen Möglichkeiten geblieben bislang hat 37,34. Stößt immer mit den Knien in den Achselhöhlen an. Da verheddert er sich drin. Er lässt das schön lang, locker wachsen. Jetzt Marius, oh, weg! Im Badeschlamm hat er an. Oh, 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 oh. Und Marius? Ja, aber aus welcher Caritas-Tüte hast du diese Hose geklaut? Und kannst du die bitte ein bisschen höher ziehen? Marius, zieh die Hose mal ein bisschen höher. Mach mal. Jetzt ist noch Zeit. Deine Zeit ist jetzt eh in Punkt, Punkt. Hauptsache, du kommst jetzt rüber. Marius, zieh die Hose höher. Marius, was machst du da? Austariert, Luft holen. So eine Sonnenbrille ist jetzt auch unglaublich wichtig. Und los geht's. Ab auf die Berg- und Talfahrt. Das könnte klappen. Du musst jetzt Schwung aufbauen. Komm, gib das mal los. Die Buchse klemmt. Und los geht's. Los, 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 los. Feuer. Marius, fertig. Jetzt gib alles, du Luder. Komm, komm. Schneller als die meisten Radfahrer. Hat natürlich auch ein großes Uni, ein Mountain Unicycle. Sehr schnell, guckt euch das an. Das ist für mich die Überraschung des Tages. Oh, schade. Das war mein Deutsch, kurz übersetzt ist. Er muss sehr schnell treten, sehr schnell die Beine fliegen lassen. Aber ganz sicher, ganz ruhig. Guckt euch mal die Blickrichtung an, wo der drauf guckt. Der guckt 20 Meter nach vorne auf die Strecke, damit er die Ideallinie findet. Ganz rund, ohne Zögern, gibt viel Druck. Das ist ein Top-Ergebnis für ihn, für den 12-jährigen Nico. Und da, jetzt muss er noch einmal Druck geben. Tschüss!
Und da seht ihr, er treibt seine Jenner, so heißt das Fahrrad, nach vorne. Gibt alles, Kette rechts, viel Druck, da hat er ungefähr 2 Zehntel verloren, jetzt, weil er keinen Druck gegeben hat. Da muss er noch mal Strecke machen jetzt. Schnell nach oben, er gibt alles nach vorne. Spiel dich vor!